Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens. Ein Tagesorakel am 1. März 2018. Eine Frage-Antwort-Orakel, was unseren Alltag betrifft. Wichtig ist, dass ihr intuitiv eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Jetzt schauen wir an, was antwortet diese Orakel. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? In diesem Bild erscheint die Kelche. Die Kelche haben einen Bezug zu Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle. Hier wird etwas überreicht. Ihr könnt damit rechnen, dass jemand kommt entgegen und überreicht diese Kelch. Und hier handelt es sich um Gefühle. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. In diesem Bild sind die Münzen. Die Münzen haben einen Bezug zu Erdeelement. Das ist die Stabilität, die Realität, die Sicherheit, eine Struktur. Aber dieser Mann handelt anderes. Er sorgt nicht für diese Stabilität, sondern er beobachtet die Lage. Aber ihr könnt sicher sein, dass jemand aufmerksam ist auf euch. Es kann die Liebepartnerschaft betreffend sein, dass jemand Interesse hat an euch. Kann auch die berufliche Situation sein, dass jemand beobachtet euch, wie arbeitet und dann kommt ein Angebot. Jemand schaut nach euch, obwohl er nimmt es gar nicht wahr, das passiert hinter dem Rücken. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist eine widersprüchliche Karte. Diese Dame ist halb nackt, halb verhält sich wie eine Nonne. Es gibt hier keine Zwischenlösung, entweder schwarz oder weiß. Also das bei den Entscheidungen, entweder oder. Kann auch bedeuten, ihr habt gerade diese Ausstrahlung, offen zu sein für etwas, freizügig sein. Andererseits ist aber sehr verschlossen. Jetzt schauen wir weiter. Wer hat diese Karte gewählt? Was antwortet die Orakel? Diese Karte kann bedeuten, dass ihr momentan das Gefühl habt, es ist alles zu viel. Oh, die Alltag hinter sich lassen, mal was Neues sehen oder erleben. Ihr wollt davonlaufen. Es kann auch bedeuten, dass ihr habt eine Idee oder Eindrücke oder ein Angebot, es ist noch ganz neu alles. Es ist die Begeisterung da und er springt im kaltes Wasser, man weiß gar nicht, was da kommt. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Hier erscheinen auch die Münzen. Und die Münzen haben einen Bezug zu Erdeelement. Das ist wieder Stabilität, Sicherheit, Finanzen. Also das kann auch ein Hinweis sein auf euren beruflichen Situation. Das ist die Gesellschaft, viel los. Es bewegt sich einiges. Kann auch bedeuten, dass ihr gerade Stress habt im Arbeitsplatz. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Dieses Bild ist die Ausstrahlung. Es ist nicht nur die Erotik, sondern eher das Mystische, das Geheimnisvolle. Kann sein, dass ihr gerade diese Ausstrahlung habt und es ist die magische Anziehungskraft,
kann auch bedeuten, dass etwas fasziniert euch, weil das so geheimnisvoll ist. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. In diesem Bild ist auch das Kelch. Das Kelch hat einen Bezug zu Wasserelement, zu Gefühlen. Also hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft, um Gefühlen. Aber die Brücke ist dieser hin und her und hin und her. Man weiß nicht, wo man hingehört, welche Richtung. Mal einen Schritt zurück, einen Schritt vorwärts, zwei zurück. Genau das ist dieser Übergangsphase momentan. Wer hat diese Karte gewählt? Was erzählt die Orakel? Das ist eine Einladung, sehr romantisch, sinnlich. Entweder bekommt ihr eine Einladung und ihr sollt jemand einladen, weil dieses Treffen hat eine Bedeutung. Und jetzt schauen wir an die Schokoladenkarten. Welche Tagesbotschaft vermitteln die Schokoladen? Akzeptanz. Das heißt, akzeptiert momentan die Situation, wie das ist und versucht das Beste draus machen. Und das war diese Tagesorakel. Aber ich möchte noch mal erwähnen, seit einigen Tagen habe ich einen neuen Kanal. Und dieser neue Kanal heißt Kabbalah Engel Orakel. Und es ändert sich alle paar Tage die Energiefeld. Und genau das beschreibe ich. Welchen Tagen welche Engel in welchem Lebensbereich wirkt. Wie könnt ihr da in Einklang kommen und wie ändert sich dann die kommenden Tage. Jedes Mal, wenn eine Veränderung kommt, eine neue Engelenergie, werde ich eine Aufnahme veröffentlichen und es genau beschreiben, welche Engel in welchem Lebensbereich in die Tagen wirkt. Seid ihr herzlich willkommen in mein neuer Kanal Kabbalah Engel Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.